So, und da sind wir dann auch schon wieder mit Rescue 2. Ich glaube, jetzt sollte alles passen. Nur, dass er jetzt wieder meinen Chatwerk gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Browser los ist. Mal, wenn ich aufs Spiel gehe, ist der Browser weg. Aber, das ist irgendwie gerade 4:3. Ja, das sollte jetzt behoben sein, Spielwehr. Hoffe ich zumindest. Das Spiel sieht auch nochmal ein bisschen checker aus. Irgendwie hat sich das wohl wieder umgeschaltet auf irgendeine crazy Auflösung. Und, ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen aufgeschmissen. Zurück zur Karte. Was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben hier Informationen. Tutorial. Machen wir mal Mission starten. Das klingt doch schon mal gut. Dass man erstmal so ein bisschen reinkommt. Und wir haben dann hier erstmal eine Feuerstelle. Wie macht man das denn? Hier Hydrant. Feuerwehrwagen. Vielleicht irgendwie hier. Können wir hier fahren? Das wird jetzt auf jeden Fall mal fahren mit dem. Ja, fahre dahin. Hier. Dahin. Ah, okay. So, man muss mit rechter Maustaste setzen, man das Ziel. Dann hier aussteigen. Können wir den auswählen und hoffentlich hier. Ja, also ich bin echt komplett Amateur. Lass den Feuermann den Angriffsschlauch, einen Angriffsschlauch vorbereiten. Wo ist denn der Schlauch? Kann man hier irgendwie ranzoomen? Ja. Hier liegen Schläuche. Gut. Affirmative. Understood. Affirmative. So, cool. Yes. Und dann legt er auch schon los. Also ich bin echt komplett Amateur. Ja, also Stream-Qualität-mäßig hoffe ich, dass das passt. Ich stream mit derselben Bitrate wie sonst auch. Ich habe einfach nicht so die beste Leitung. Yes. Jetzt wahrscheinlich hier zu den Hydranten gehen, ne? Ne? Ja. Mach doch einfach mal. Wollen wir hier an einem Wagen anschließen oder wie wird das gemacht? Als wenn ich irgendwo ein Profi wäre, genau. Also manche Dinge kann ich zumindest besser als einige andere. Ja, wir haben den Schlauch. Gut, das kann ja jetzt mal losgehen. Verbindet den Hydranten mit dem Feuerwehrfahrzeug. Ja. Komm mit. Kollege. Hierhin sollst du. Understood. Understood. Affirmative. Muss ich scheinbar den großen Bogen laufen, weil ich so scheiße geparkt habe hier. Understood. Ja, hier. Mach dran, das Ding. Geht hier um Leben und Tod. Hoffe ich zumindest. Also, naja. Eine brennende Kiste, ne? Geht um Leben und Tod. Weißt du selber, ich bin aufgeschmissen. Wie geht das denn hier? Ich hab doch eigentlich. Ich stehe doch daneben. Jetzt kann ich den doch eigentlich anschließen. Oder kann ich jetzt hier wirklich schon zur Brandstelle? Understood. Das wird aber jetzt warm, wenn du hier so lange stehst, Kollege. Der hat doch hier so eine Düse in der Hand, ne? Das ist doch kein Anschluss, das ist doch was anderes. Warum will denn? Der mag irgendwie den Hydranten aber so gar nicht, habe ich so das Gefühl. Wähle dein Feuerwehrfahrzeug aus. Nur mit der Feuerwehrfahrzeug mit der. Ah, ich sollte auch lesen. Ja gut. Das klingt dann auch gleich alles viel logischer. Dann kommt nämlich der zweite Feuerwehrmann hier schon. Wir kriegen Verstärkung. Musik ein bisschen leiser. Ja, habe ich mir gerade schon selber gedacht. Irgendwie kommt mir das auch etwas sehr, sehr laut vor, das Spiel. Es ist auch so eine sehr dramatische Musik. Es geht hier ja wirklich um alles. Lösche alle Brände. Also es wird auf jeden Fall ein Weltrekord für eine gute Zeit. Stellen wir hier auf jeden Fall nicht auf. Was ist denn hier los? So. Und dann können wir jetzt eigentlich Gas geben, oder? Jo! Und wir sind schon dabei, unseren ersten Brand zu löschen. Ich glaube, so weit war ich in so einer Art Feuerwehrkatastrophensimulation noch nie. Mission verlassen. Tutorial abgeschlossen. Das war's jetzt schon.
Ich fühle mich nicht gerade gut vorbereitet. Dieses kleine Löschfahrzeug ist mit ein paar grundlegenden Werkzeugen und einem Team aus 2 Feuerwehrleuten ausgestattet. So, Fahrzeuge und Personal kann man verwalten. Das haben wir, glaube ich, gerade schon gesehen. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Verlegung? Nee, wir machen Wache betreten. Erstmal klein anfangen. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Fahrzeug-Detailmenü. Mal durchklicken. Fahrzeugpersonalzuweisung. Okay. Werkzeuge, Lackierung, Reparatur und Fahrzeugverkauf. Na, das steht wohl größtenteils noch nicht so ganz zur Debatte jetzt mit uns als absoluten Amateuren. Aber wie ist es jetzt? Warten wir jetzt eigentlich darauf, dass einfach irgendwas kommt? Oder kaufen wir vielleicht einen Rettungswagen? Wie viel? Wir haben gar kein Geld. Also müssen wir wahrscheinlich einfach darauf gerade warten, dass irgendeine Mission reinkommt. Gibt es denn hier irgendwas? Ich hoffe, die Musik ist mittlerweile etwas leiser. Hier sieht es aber alles ganz ruhig aus, ne? Nichts am Brennen, oder? Das sind nur Wolken. Oh, hier ist ein Brand. Mission starten. Gut. Entsenden. Und dann machen wir hier ein kleines Feuerwehrauto. Sollte schon reichen. Genau. Ach, das ist eigentlich ganz witzig gemacht, ne? Also ich muss sagen, ich kannte bis jetzt eigentlich, was so feuerwehrmäßig angeht, nur den alten Flughafen-Feuerwehrsimulator. Den neuen habe ich zwar auch, aber noch nicht gespielt. Und habe ich auch eigentlich nicht vor, weil der Trainer hat sich da ja, meine ich, hier drum gekümmert auf den Twitch-Kanal. Und das war ja echt, doch eher eine Enttäuschung. Sehr, sehr, sehr schnell durchzuspielen. Oh, jetzt sollten wir jetzt aber auf jeden Fall mal ein bisschen schneller arbeiten als sonst. Wo ist denn unser Auto? Hallo? Wo sind wir denn? Hierhin soll ihr. Aber nicht so nah ans Feuer, glaube ich. Ist nicht so geil. Ja, so sollte gut sein. Dann erstmal aussteigen. Haben wir ja gerade gelernt. Und dann... Einer muss verbinden. Und der andere muss aussteigen. Kein Weg gefunden. Ja, das ist ungünstig. Anscheinend geht es jetzt auf einmal doch. Hä? Muss ich den wieder abbauen? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt habe ich mir quasi selber den Hydranten blockiert. Das ist schlau. Ja, komm! Was machst du da? Einsteigen, wegfahren. So, das ist doch mal ein Abstand. Da kann man sich jetzt eigentlich keiner beschweren, dass das zu nah, zu weit oder sonst irgendwas ist. Da haben sie auf jeden Fall genug Platz zum Arbeiten. Und dann können wir den hier auch schon aussteigen lassen. So. Warum willst du nicht raus? Jo, genau. Und dann kann der nämlich hier ran. Na? Oder lieber der hier. Macht das irgendwas aus? Man merkt, ich habe echt null Ahnung von dem Spiel, aber ich hoffe, dass das auf Dauer wieder halbwegs erträglich ist. Wie war das denn? Man muss ja eigentlich die Rolltore aufmachen, jetzt einen Schlauch reinholen. Oh, so können wir auch drehen. Geil. Genau, du kommst jetzt erstmal hier hin und jetzt machst du mir hier bitte mal die Rolltore offen. Wache zurückkehren, aussteigen, Stopp, fahren. Wasserquelle lösen. Eigentlich nicht, ne? Was ist denn hier? Benutzen. So, du sollst jetzt das hier benutzen. Na? Benutzt das doch. Also, da muss man sich echt noch dran gewöhnen. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Habe ich irgendwas... Ich glaube, beim letzten Mal war es anders, ne? Erstmal den Wagen
klar machen und dann anschließen. Aber ich will jetzt hier eigentlich nur die Rolltore aufmachen. Warum geht das nicht? Ich glaube, ich stelle mich einfach sehr, sehr gut an. Ich will doch gar nicht trennen. Ich will doch höchstens hier einen Schlauch rausholen. Stopp. Befehle. Fahrzeug. Ja, ich bin... Ja, ist eine Beta, aber ich glaube, das, was ich hier gerade treibe, das hat doch gerade schon funktioniert, dass ich das aufmachen konnte. Was ist denn hier noch? Also er hier kann auf jeden Fall was benutzen, aber er will irgendwie nicht. Wenn ich benutzen mache, dann müsste er doch jetzt eigentlich hier die Rolltore hochmachen können. Aber ich glaube, der Imbissbesitzer hier wird bankrott gehen. Warum? Kuh. Ist doch. Also, es ist interessant auf jeden Fall, was ich da jetzt kaputt gemacht habe. Wahrscheinlich werden jetzt hier alle sterben. Am besten wir evakuieren schon mal. Oh, ich finde, die Grafik geht sogar noch. Ich hatte diese ganzen Feuerwehrsachen eigentlich immer recht schlecht in Erinnerung. Und so von oben jetzt auf bester Einstellung gar nicht mal so ganz so mies. Komm, der hier steigt auch aus. Vielleicht hat der ja Bock, das Tor aufzumachen. Wieder einsteigen. Was anderes hat der auch nicht im Kopf. So. Leute, ihr sollt hier... Ihr seid doch von der Feuerwehr. Ihr müsst doch wissen, was zu tun ist. Warum muss ich euch das überhaupt noch sagen? Hilfe. Ja gut, ich glaube, ich konnte die da noch gar nicht aufmachen. Also den Fehler konnte ich jetzt gar nicht so korrigieren. Ich weiß auch, ey, der will hier, der hört nicht mehr auf mich. So, du gehst jetzt erstmal Feuer gucken hier. Da ist schön warm, ne? Dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich mal hier ans Auto. Weil ans Auto sollte ja eigentlich reichen, in Kombination mit benutzen, dass der hier mal die Rolltore hochmacht. Manu. Ja gut. Hier, du. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du arbeiten. Aber dein Kollege nichts gebacken kriegt. Also irgendwie... Wir rollen das ganze Ding jetzt quasi nochmal von hinten auf. Unser Kollege... Hä, wir haben doch eigentlich nur zwei Leute im Auto. Warum steigt da manchmal ein Dritter aus? Das ist jetzt merkwürdig. So, genau. Er bleibt hier drin. Und dann holen wir nämlich erst den Schlauch raus, so wie das im Tutorial gelernt wurde. Weil das ja scheinbar anders nicht möglich ist. Ach, der braucht den Schlüssel. Ja, das kann es echt sein. Dass die... dann fahren wir nochmal eben zurück hier. Ach so, ich habe jetzt den hier ausgewählt. Ist ja auch schön. Wollte ich zwar gar nicht, aber... Das Spiel tut wieso alles das, was ich möchte, tut es nicht. So, ihr stürmt jetzt mal hier raus. Oder möchtest du lieber benutzen? Ey, kann mir mal einer... Versteht hier das irgendjemand? Also normalerweise hätte ich ja damit gerechnet, dass ihr die ganze Zeit dann in den Chat schreibt, von wegen, du kannst das ja gar nicht, das geht so und so, aber irgendwie... Machen sich auch nur alle drüber lustig, dass es nicht funktioniert, ne? Kann man hier irgendwie Auftrag neu starten? Mission verlassen? Ich glaube, das irgendwie habe ich das Spiel, glaube ich, kaputt gemacht. Also... Verbinden mit einer Wasserquelle ist ja eigentlich das Logische, ne? Aussteigen. Zur Wache zurückkehren, stoppen. Bestoppen. Und dann, vielleicht? Dürfen wir dann die Rolltore? Nein?
Warum holt ihr mir da nicht den Schlauch raus? Ah. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und dann können wir nämlich den hier mit der Wasserquelle verbinden. Ja. Kommt der Kollege da gleich mal angerannt? Also in echt wäre jetzt wahrscheinlich schon alles abgebrannt. Ja, ich bin unglaublich dumm, aber das Problem ist, ich kann es nicht besser. Das Spiel ist echt für mich gerade noch echt der Wahnsinn. Ein Input an neuen ein. Genau, hier ist der dritte Mann, jetzt sieht man's. Die haben uns doch gesagt, da gehören zwei Männer zur Mannschaft und da kommt der dritte dann raus. Das ist der geheime Mann. Der sitzt unter dem Sitz und wartet auf uns. Macht er aber nur, wenn wir lieb sind und die Flammen ordentlich löschen. Wenn der mitkriegt, dass wir hier so stundenlang brauchen, dann sieht er das gar nicht gerne. Dann gibt es da richtig Stress.